Ja, die nächste Vorlesung oder in der nächsten Vorlesung wollen wir das, was wir jetzt in der Hydrologie gelernt haben, mit der Hydrodynamik des Fließgewässers koppeln. Das heißt, wir hatten ja irgendwann mal ein eindimensionales Modell des Fließgewässers entwickelt, basierend auf den Saint-Venant-Gleichungen. Und wir haben jetzt eine Idee von etwas wie Niederschlag und Abfluss. Und das wollen wir eigentlich nur in dieser Vorlesung einmal kombinieren. Die Materialien sind die Fließgewässer, die Videos, Fließgewässer 26 Blockregen, Fließgewässer 27 der Hochwasserhydrograph, Fließgewässer 28 die Dynamik einer Hochwasserwelle und die Fließgewässer 29 die Hochwasserrahmen. Richtlinie. Das Kapitel 8 im Buch haben wir im Prinzip schon fertig. Was Sie jetzt dazu lesen sollen, ist im Prinzip vollständig das Kapitel 12 Hochwasser. Das ist das Thema. Doch zunächst erstmal, was wollen wir machen? In der ersten Vorlesung werde ich Ihnen das Blockregenmodell vorstellen. Und das Blockregenmodell besagt im Prinzip einfach nur, dass wir, wenn wir irgendwo einen Niederschlag haben, also zwischen diesem Zeitpunkt, hier ist eine Zeitachse, zwischen diesem Zeitpunkt und diesem Zeitpunkt, dann steigt der Abfluss im Fluss, der dazugehörige Abfluss, mehr oder weniger linear an, bis dieser Niederschlag aufhört und dann fällt der Abfluss wieder ab. Das genau haben wir auch in unseren Hochwassermodellen gehabt, Quatsch, in unseren hydrologischen Modellen, wo wir vom Niederschlag zum Abfluss den Boden bzw. das Flusseinzugsgebiet berechnet haben. Das sah natürlich nicht linear aus, sondern das stieg mehr oder weniger ja hier so in so einer Sättigungsfunktion und hier fiel es exponentiell wieder ab. Aber die einfachste Modellvariante, um ein Niederschlagsereignis oder die Wirkung eines Niederschlagsereignisses für einen Fluss zu simulieren, ist dieses sogenannte Blockregenmodell mit dieser Dreiecksfunktion hier. Ja, und das sollen Sie erstmal in dieser Vorlesung verstehen. Dann daraus entwickeln wir im Prinzip einen Hochwasserhydrograph. Das heißt, wir können in unseren ersten Knoten unseres Modellgebiets sagen, dass wir einen Grundabfluss haben, hier von 100 Kubikmetern. Der steigt dann auf nahezu 500 Kubikmeter in unserem Beispiel hier an und fällt dann linear wieder ab. Das wäre das dazugehörige Ereignis. Und jetzt können wir entsprechend variieren, das länger oder kürzer machen und schauen, wie sich so eine Hochwasserwelle in einem Fluss entwickelt. Wir hatten dazu unser eindimensionales Modell und das kann jetzt an der Stelle entweder die reine Massenbilanz 1D sein oder eben die Saint-Venant-Gleichung, die Massen- und Impulsbilanz simulieren. Da hatten wir unseren Fluss dargestellt als eine Kette von Speichern. Im Saint-Venant-Modell werden diese Speicher unendlich klein gemacht und was wir jetzt machen wollen, ist im Prinzip diesen Hochwasserhydrographen in unseren ersten Knoten eingeben und schauen, was passiert. Schauen, wie sich eine Hochwasserwelle ausbildet und wie sie sich entwickelt. Und ich werde Ihnen auf Ilias dann das entsprechende Modell hochladen, erstmal mit einem linearen Boden, das heißt einem sehr kurzen Stück, nicht den ganzen Fluss oder nicht den ganzen Fluss, der jetzt irgendwie exponentialförmig abfällt, sondern nur so ein lineares Stück, um mal zu schauen, das heißt einen linearen Bodenabfall, um mal zu schauen, wie entwickelt sich eigentlich so eine Hochwasserwelle? Das wäre dann die nächste Vorlesung, Dynamik einer Hochwasserwelle. Ja, und da werden Sie eben sehen, dass jetzt hier eben am Rand der Wasserstand ansteigt. Hier ist er schon wieder abgefallen im Prinzip. Und jetzt bildet sich so eine Hochwasserwelle aus, die mehr oder weniger symmetrisch ist. Mehr oder weniger symmetrisch ist. Und ein bisschen später ist sie schon ein bisschen weiter im Fluss gewandert. Das ist die blaue Kurve. Sie ist abgeflacht, das ist der eine wichtige Punkt, aber immer noch so mehr oder weniger symmetrisch. Und wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann ist sie wieder ein Stückchen weiter im Fluss gewandert und ebenfalls ja noch mehr oder weniger symmetrisch. Das wäre jetzt von oben vom Hubschrauber auf diesen Fluss gesehen, wäre das Hochwasserbild. Wenn wir das an einem einzigen Punkt betrachten, wenn wir jetzt also eine Stadt haben oder sonst was, einen Ort haben, dann sieht diese Kurve ganz anders aus. Und das liegt, ja, das sollen Sie verstehen, woran das liegt und mir im Prinzip auch erklären können. Wenn wir jetzt also eine Stadt am Fluss haben, ein Dorf am Fluss haben, dann sieht dieses Dorf ein ganz anderes Bild, nämlich dass das Hochwasser plötzlich und sehr schnell ansteigt und dann langsam wieder abfällt. Auch in einem Ort, der etwas stromabgelegen ist, sieht das immer noch so aus. Es steigt nicht mehr so hoch an, fällt dann langsam ab. Und wenn wir noch weiter abschauen, dann steigt es immer noch sehr steil an und fällt dann langsam ab. Diesen Unterschied zwischen diesem Bild und diesem Bild, das sollen Sie eigentlich verstehen. Das ist das, was Sie dann immer in den Nachrichten hören, dass irgendjemand sagt, Anwohner gefragt werden, wenn denn so ein Hochwasserereignis gewesen ist, wie sie das wahrgenommen haben. Und dann erzählen sie einem, naja, das kam ganz plötzlich und war dann schon im Keller oder
beziehungsweise im Erdgeschoss. Und jetzt fällt es dann entsprechend langsam wieder ab. Und wenn man sich das aber in einer Draufsicht anschauen würde, würde das weniger dramatisch aussehen. Aber genau diesen Unterschied sollen Sie verstehen. Ja, dann unsere Übung. In unserer Übung, das sind jetzt die Ergebnisse für ein lineares Flussgefälle, also ein Gefälle, was konstant abfällt. Wenn wir jetzt dieses richtige exponentialförmige Gefälle einbauen, dann sieht das noch ein bisschen anders aus. Ich stelle Ihnen also ein entsprechendes MATLAB-Modell unserer Saint-Venant-Gleichung hin und Sie sollen das in einer Übung entsprechend komplettieren und das gleiche Bild, dieses gleich oder diese gleichen Bilder dann im Prinzip herausbekommen für ein realistischeres Flussgefälle. Das ist die Übung.